Mein Auftritt in Hongkong, ja. Wie gesagt, das war mein erster internationaler Start und das natürlich gleich die Arno Classic. Ja, Hongkong ist dazu gekommen, weil Europa, also in Spanien hatte ich keine Zeit, weil da hatte ich einen wichtigen, sage ich mal, Seminartermin. Und ich wollte schon immer mal auf Arno Classic starten und es war halt sehr kurzfristig. Es hat sich eigentlich innerhalb von einer Woche entschieden, dass ich da starte. Und ja, allgemein, Arno Classic ist natürlich immer was Besonderes und ja, es war bestimmt nicht das letzte Mal. Die dabei waren, ja, die wissen es und ganz ehrlich, ich habe damit gerechnet, dass ich die Klasse zumindest gewinne. Ja? Also der gewonnen hat, der Asiate, der war glaube ich bis 80 oder so, der war wirklich brutal, also wie gesagt, verdienter Gesamtsieger. Aber der eine Russe, der den ersten gemacht hat, also hat irgendwie, weiß ich nicht, keiner nachvollziehen können, außer die drei asiatischen Kampfrichter, weil die haben ihn auf dem ersten gehabt. Ja, es war halt zweiter Platz natürlich erstmal geil, ja, wenn man mal zweiten macht auf eine Arnold Classic. Aber andererseits ist er dann schon ein bisschen ein bitterer Beigeschmack, wenn man sieht, dass auch ein bisschen mehr gewesen, also, gewesen drin wäre. Weil ich habe einen gehabt, wo ich sage, okay, da wird es eng. Das war der Drittplatzierte aus Australien. Der war schon mal Zweiter auf Arnold Classic. Der war auch gut in Form, aber mit den anderen habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ich glaube, so überrascht war das auch für viele anderen. Aber gut, ja, die Kampfrichter entscheiden. Also von dem her kannst du als Athlet eh nichts machen. Es sind hier, weiß nicht, glaube ich, 20 Leute in unserer Klasse, was ich heute mal gesehen habe auf der Liste. Und es wird hier sehr schwer, verdammt schwer. Und für mich persönlich zählt erstmals Finale und eine Top-3-Platzierung wäre natürlich schon optimal. Ja, alles andere wird sich entscheiden. Wie gesagt, ich für mich persönlich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ja, ich bin jedes Jahr, zu jeder Saison immer besser. Ja, schwerer. Also momentan, heute habe ich in der Abwaage 111 gehabt. Letztes Jahr in der Deutschen waren es 106. Also von dem her ist das Primärziel für mich immer, dass ich halt für mich persönlich immer besser wäre. Das Sekundärziel entscheiden natürlich die Kampfrichter. Klar, man will natürlich immer gewinnen, aber gewinnen wollen natürlich viele andere. Und ja, ich habe hier einen sehr starken Gegner auch in der Klasse. Und ja, das wird sich dann Samstag schon zeigen. Also wer mich kennt, weiß, dass ich auch ziemlich viel essen muss dann in der Diät, vor allen Dingen zum Schluss, wenn der Stoffwechsel richtig läuft. Deswegen haben wir es so gemacht, dass wir nach der Arno Classic erstmal zwei Wochen einen Stopp gemacht haben mit der Diät, also mit Diätessen und so weiter. Also ich habe also jetzt nicht scheiße gegessen in dem Sinne, sondern ich habe halt ein bisschen Abstand gelassen vom Diätessen, war auch mal wieder essen, ein bisschen Eis essen, ein bisschen runterkommen auch wieder. Habe auch in der Woche so viermal, fünfmal trainiert. Hatte auch ein bisschen Probleme, ja, mit dem Bauch ein bisschen vor Hongkong. Und jetzt die letzten vier Wochen haben wir wieder ein bisschen angezogen und es ist gut. Ja, also die Form ist besser wie auf der Arnolds. Und ja, mal schauen. Okay, also ich bin Slobodan Mitkov. Ich mache jetzt hier zum ersten Mal international mit. Ich habe jetzt schon ein paar Mal bei der Bayerischen und Deutschen mitgemacht. War Bayerischer Meister und war ja zweimal in Top 6 bei der Deutschen. Ja, ich wollte auf jeden Fall dieses Jahr zum ersten Mal international mitmachen. Einmal hier und eventuell nochmal im Dezember. Und ja, ich schaue mal, was uns morgen erwartet. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich erst am Samstag dran bin, aber ich habe jetzt erfahren, dass die Klassen bis 70 und 80 Kilo jetzt morgen leider schon sind und nachdem ich bis 80 Kilo starte. Was wollt ihr erst erfahren? Das habe ich vor zwei Tagen erst erfahren, ja. Also ist deine ganze Planung jetzt? So ein bisschen sehr, weil ich war auch mit dem Gewicht sehr an der Grenze und ich war jetzt auf der Waage heute genau 79,7. Also ich hätte eigentlich keinen Gramm mehr vertragen können.
Und ich habe eigentlich dann, bin davon ausgegangen, dass ich dann noch einen Freitag dazu habe zum Laden. Habe ich jetzt leider nicht. Das muss ich alles heute nachholen. Ich habe schon begonnen. Ein bisschen was zu essen gibt es noch. Und dann schaue ich mal, was ich morgen früh noch machen lässt. Aber ja, mit der Form bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, zuversichtlich. Mein Coach ist auch recht zufrieden mit mir. Das heißt recht zufrieden, der ist eigentlich, der sagt, mit der Form könnte eigentlich viel gehen. So gesehen, schauen wir mal, was morgen raus. Jedes Turnier gehe ich an, um zu gewinnen. Egal ob bei der Deutschen, ob jetzt in Prag, ob bei der Amateur-Olympia. Ich habe immer das Ziel, erstmal will ich ganz vorne landen. Was dann im Endeffekt rauskommt oder wie die Werten oder was auch immer, das liegt nicht in meiner Hand. Ich kann nur meine Bestleistung bringen, aber das Ziel ist bei mir eigentlich immer zu gewinnen. Was denkst du, warum du besser bist als die anderen? Ich glaube, bei mir ist es so, dass ich von Natur aus ein bisschen härter bin als andere. Die tun sich vielleicht beim Hardwind ein bisschen schwer. Bei mir ist es so, dass ich bei der Offseason auch nicht so weit hochgehe wie andere. Dafür werde ich halt ziemlich schnell trocken und kann mir dann beim Laden auch einiges mehr erlauben als vielleicht andere, die dann zulaufen. Also ich glaube, von der Härte her bin ich ziemlich gut. Beim Volumen kann sein, dass andere vielleicht besser oder mehr Volumen haben, nachdem sie ein bisschen kleiner sind als ich. Ich bin mit 1,71, glaube ich, in meiner Klasse schon eigentlich ziemlich groß. Das wird auch wahrscheinlich das letzte Jahr sein, dass ich in der Klasse bis 80 Kilo starten werde. Dann werde ich wahrscheinlich entweder die Männer 3 oder aber in die Classic Physik wechseln. Aber das war definitiv diese Saison das letzte Mal, dass ich in der Männer 2 starte bis 80. Und ich hoffe, dass meine Härte, wie der Erd schon auch gesagt hat, dass ich mit meiner Härte punkten kann, dass die Blicke dann vielleicht auf mich fallen, wenn ich reinlaufe. We'll be right back.